Ja, herzlich willkommen zurück zu Dying Light The Following mit dem Don Hoxton. Und der Rock Lady, der Miri. Ja, hallöchen. Ich muss mal eben ein Schloss kacken. Ja, und ich lässt da mal ein bisschen über dich. In der letzten Folge hat der Don unser Auto versenkt. Der da hat unser Auto in den Fluss gefahren. Jawohl, jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir ein neues Auto kriegen. Wir waren so guter Dinger, weißt du? Ich sag ihm ja gar nicht, er soll bei den Fertigkeiten nachgucken, ob er vielleicht jetzt einen Fahrer... Vor allem der Brüller der ganzen Geschichte ist, dass du uns total falsch geleitet hast. Nein, du musstest ja auch... Seht ihr, das ist das, was ich meine. Er fährt den Wagen in den Fluss und ich bin schuld. Ja. Sicher. Immer, das Navi ist schuld. Du kriegst meine Schnur nicht, die ich hier gerade rausgeholt habe. Nix da, jetzt Verbot der Schnüre. Nein. Ich brauch die Schnur. Ja, ich schnur dir gleich ein. Schnur. Für alle Katzenliebhaber, so war das nicht gemeint. Ne? So, wir gucken jetzt wegen dem Auto. Hier unten soll ein Auto stehen, weil der Don hat ja unser Auto in den Fluss gesemmelt. Ne? Ja, genau. Dann lass uns doch mal gucken, ob wir nicht hier... Hier müsste unser Auto hier. Hier müsste hier ein Auto stehen von uns. Ja, hier unten irgendwo. Aber ist noch ein paar Kilometer weg. Da hinten am Horizont, da ist das Auto. Ich packe bald meine Sachen und siedle um. Wenn jemand handeln will, dann schnell. Hast du das auch gehört dann? Ja. Schnur. Das ist noch ein ganzer weiter Weg. Ich hoffe, wir schaffen das. Dann ist doch der Typ mit dem LKW, oder nicht? Das weiß ich nicht, aber wir rennen jetzt erstmal. Weil ich möchte gerne wieder in einem Auto sitzen, in einem Automobil. Oh. Weil du hast es ja nicht geschafft, dass wir unser Auto zurückholen können. Ich würde wahnsinnig gerne in einem Wohnmobil sitzen. Oh. Entschuldigung. Ach, der mit dem LKW auf der Brücke, meinst du? Ja, das kann sein. Ja, da kann man doch auch noch was kaufen. Schnur. Oh, ein Kotzer. Ein Kotzer. Op. Und weiter. Lass ihn kotzen, der kommt ja nicht hinterher gerannt. Oh, weiten Bogen machen. Boah, ja, sieht das geil hier aus, ey. Auch wieder ein Kotzer. Was ist das hier? Ich bin gerade außer Puste. Oh, eine Vogelscheuche. Ja, sieht schon geil aus hier, ne? Da kotzt mich wieder einer an, die Sau. Sieht schon geil. Stell mal vor, jetzt mit dem Zug hier rüber. Babam. Oh, Flugzeug, da wirft wieder was ab. Aber wir müssen erstmal ein Auto holen, weil der Don ja unser Auto in den Fluss gesammelt hat. Ja, Don, das kriegst du jetzt von mir zu hören. Und ich habe den Wagen so schön aufgerüstet, auf Stufe 2. Jetzt haben wir alles wieder vom Anfang. Oh, was ist denn hier los? Volksversammlung hier oder was? Ja, tut mir leid, wir müssen hier einmal durch, weil der Don das Auto in den Fluss gesemmelt hat. Halt die Schnauze! Entschuldigung, wir müssen mal hier durch, der Don hat das Auto in den Fluss gesemmelt. Lassen Sie uns mal eben durch, weil die Miri hat mich falsch geleitet. Ja, ihr Lieben, das kriegt er jetzt zu hören. Das war so ein schönes Auto. Ich hänge an diesem Auto. Oh Mann, die töten mich gerade. Ich bin schon viel weiter. So, wo sind wir denn jetzt hier? Hier mein Auto irgendwo. Hier mal. Aber ich glaube, ich fahre dann lieber, ne? Ich werde verfolgt. Du haust einfach ab, nur weil ich das Auto habe stehen lassen. Nein, du hast es nicht stehen lassen. Du hast es in den Fluss gefahren. Du hast es da volle Pulle in den Fluss. Ich habe das auf der Karte gesehen. So, jetzt sind wir hier an unserem Safer. Und jetzt fahre ich dieses Auto, damit du nicht wieder uns in den Fluss fährst, ne? Dann fährst du halt. Aber den müssen wir erstmal pimpen. Der ist ja noch arschlangsam. Ja, das mache ich schon. Können wir nicht hier auch ein Auto zurückholen? Ja, normal schon. Nee, aber hier... Doch, warte mal, da... Buggy zurückholen. Doch, da steht was. Warte, ja, hol mal. Den doch zurück. Ja, warte mal. Ich weiß nur nicht da. Da ist ein Zeichen. Irgendwo im Haus ist das. Wo? Im Haus, hier. Da muss irgendwo die Möglichkeit sein, Buggy zurückholen. Warte mal. Weil das wäre ja absolut Hammer, wenn wir den zurückholen können. Ah ne, warte, auf dem Balkon müssen wir hoch. Entschuldigung. Oh, hallo, klar.
Das ist ja nicht schlimm, weil du hast ja unser Auto in den Fluss gesemmelt. Dann musst du auch ein bisschen mehr laufen, so. Ich bin schon oben. Da wird die Miri zickig, jawohl. Wie, du bist oben? Wie bist du denn oben? Ich komme hier. Boah, Auto müsste da sein. Was? So schnell? Ja, komm her. Du kannst hier oben drücken. Komm her. Warte, oben rauf. Da steht dein Auto zurückholen. Hier. Wo? In der Ecke. Hier drin. Da. Ach, da. Guck mal, ob das geht. Auto zurückholen. So, habe ich jetzt gemacht. Auto eingestiegen. Wo ist denn unser Auto? Ah, hier, da. Steht er doch. Der brennende? Der brennt ja nicht. Der hier ist das. Hier ist er. Außen. Warte, ich tank dir mal voll. Ja, das ist unser Auto. Cool, sogar die Updates sind alle noch drin. Ja, sag ich doch. Ich hab den voll. Warte mal. Hast du noch Schrauben? Dann gib mir mal Schrauben, ja, dann kann ich den reparieren. Aber ich habe eine Fahrerstufe bekommen. Ja, guck mal, jetzt darfst du auch reparieren. Dann darfst du den Wagen reparieren. Muss ich jetzt Mechanikerstufe 2 nehmen? Ja, ich glaube schon. Oder Nitro? Oder Alarmanlage? Ne, ich nehme mal lieber die Dingstufe, ne? Ja, Mechanikerstufe, ne? Mach mal. Okay, habe ich gemacht. Jetzt müsste ich dann eigentlich reparieren können. Ja, dann mach reparieren. Mit wir 10. Haben gelernt. Teile, ich hab, kann ja kann ich alles herstellen. Aber ich kann nicht reparieren. Doch, hier müsste 10. Aber noch ein Auto sein. Ja, der andere Wagen ist aber nicht aufgepimpt. Dann gib mir mal. Nein, der ist nicht aufgepimpt. Komm mit, Mann. Den habe ich aufgepimpt. Der steht hier in der Werkstatt. Der steht hier. Hä, wo? Hier da. Ah jo, hier da. Aber den kannst warte. Du gar nicht aufpimpen. Warte. So, Fahrzeug upgraden. Das ach, das ist deiner. Das ist deiner. Ja, sicher. Der andere ist meiner. Das heißt, wir müssen eigentlich mit 2 Wagen fahren. Nein, das machen wir nicht. Das ist dein Wagen. Den ich kannst pimpe du den nur. Jetzt auf. Du kannst, den kannst du nur pimpen. Was ist denn mit dem Sprit? Federungsteile Stufe 2, ne? Ja. Wie ist das denn mit dem Sprit hier? Oh, der ist voll. So, habe ich eingebaut. Dann auswählen. Dann habe ich hier. Was kann ich da machen? Lass mich mal machen eben. Bremsenteil Stufe 2. Habe ich. Kommt das nächste. War da jetzt Sprit genug drin? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Oh, der ist ja fast leer. Sag mal, ich bin der Brüller, weißt du das eigentlich? Das ist dein Auto, deshalb kannst du es auch an meinem Wagen nichts rumfummeln. Nicht wegen der Stufe, sondern weil ich tank deinen Wagen mal hier volle Pulle voll. So. So, ich habe jetzt alles gemacht. Kann sie ihn sogar ein bisschen lackieren noch. Was? Ja. Dein, mal auf jetzt. Dein Auto ist jetzt voll bis oben hin. Ich tank nochmal nach. Irgendwo war doch hier eine Tankstelle, oder? Zubehör gibt's auch. Wackelpuppe Bilal. Was? Oder Tahir. Was? Ja. Wo? Wie, wer? Wo, was? Hast du das freigeschaltet oder was? Oder, warte mal. Habe ich auch gemacht. Ausrüstung oder wo hast du das? Habe ich noch gesperrt alles. So. Mein Auto, guck mal, wie mein Auto aussieht. Guck mal. Warte, ah, ja. Warte, ich sehe das. Oh, der ist schön lackiert. Ja, warte, ich kann auch hier lackieren. Moment. Zorn der Wüste. Oh, will ich sehen. Habe ich den jetzt? Zorn der Wüste? Ist der jetzt so lackiert? Ja. Blumenbombe. Pass auf, ich stelle mein Auto jetzt in der Garage, weil wir fahren mit deinem, ja? Ah, oh, den willst du dann wieder in den... Oh. Nee, du fährst dann mit deinem. Ich fahre meinen in der Garage. Na sowas. Ja. So läuft das hier. Der steckt sein in meine Garage, weißt du? Der ist doch gar nicht lackiert hier. Wo soll denn der lackiert sein? Zorn der Wüste, rote Lackierung. Oder warte mal, am besten fährt man den ja rückwärts in der Garage, ne? Ach, da ist er rot. Okay. Weißt du, jetzt fahren wir mit meinem Wagen, weißt du? Schon gleich 6 Uhr und dann müssen wir da zu dem Safehouse. Ja, ja.
Oh, ich bin tot. Ah, Don. Damit haben wir mein Auto zerstört, glaube ich. Ach, Don, ey. Oh, bitte nicht, ey. Lass das Auto bitte noch ganz sein. Bitte, 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 bitte. Wo bist du denn? Oh nein, wo bin ich? Das frage ich mich gerade auch. Ach, da bist du. Ach so, ich wollte dich wieder. Kannst du mal gucken, ob mein Auto noch da ist? Ja, ist noch da. Ist das noch ganz? Warum nicht? Weil ich es eigentlich zerstört habe. Keine Ahnung, hier ist auf jeden Fall noch ganz. So, jetzt lass deinen Wagen, wir haben gleich 6 Uhr, wir müssen los. Warte, ich muss hier irgendwie runterkommen, aber ich weiß nicht wie. Du musst irgendwie doch, ich weiß wie. Moment, warum ist denn jetzt hier ein Typ auf unserem Gelände? Warte mal, ich komm mal. Jokololala, shadabadadadada, wuhu. Ich würde sagen, wir fahren jetzt, es wird dunkel. Wo steht mein Auto? In der Garage, jetzt lass dein Wagen Wagen sein, wir haben keine Zeit, wir haben 6 Uhr. Willst du jetzt fahren oder? Nein, du fährst. Komm. Ja, und du machst den Navigator, ja? Nee, dann mach du das. Komm raus. Du machst den Navigator, ich fahr. Ja, okay. Einmal zurück. Dann fährst du da raus, dann fährst du andersrum. Andersrum. Nein, da musst du durch das Tor fahren dann. Ach so. Hä? Ja, das Tor geht doch nicht auf. Das ist doch offen auf der anderen Seite, oder? Wo ist das Tor denn auf? Ich sehe doch hier nichts. Wo ist das auf? Wo ist das Tor auf? Dreh nochmal um. Ich muss einmal gucken, hier orientieren. Ach, da hinter dem Wagen müssen wir durch, okay. Und dann fährst du rechts. Ja, da bin ich doch gerade rausgefahren. Nee, links. Links? Ja, was denn geht? Ja, es ist hier alles so komisch. Fahr links, war so, ja. Jetzt? Gleich rechts. Fahr weiter geradeaus. Und danach fährst du gleich, kommst du wieder auf die Straße und dann fährst du rechts. Genau. Und die fährst du einfach immer weiter nach unten. Wo willst du jetzt eigentlich hin? Wir fahren zum Safehouse. Wohin? Wir fahren zu einem Safehouse. Rechts, links? Wir fahren links. Links? Links. Am Ende fahren wir rechts. Ah, das werden wir heute nicht mehr schaffen. Ich glaube, wir werden die Nacht dann doch noch im Safehouse verbringen. Weil du unseren Wagen in den See gesetzt hast. Geradeaus weiter? Ja, ja. Ich krieg schon wieder die Meldung, dass ich mein Programm neu starten soll. Also das nervt hier aber langsam. Ich hab den doch gerade schon neu gestartet. Was soll der Unsinn? Wohin? Immer der Weg nach. Jetzt sind wir gleich an der Tankstelle. Sollen wir da die Nacht verbringen? Willst du? Na klar. Ja gut, dann verbringen wir hier die Nacht. Würden wir ja jetzt nicht schaffen. Ja. Ach ja, warum wohl? Warum würden wir es nicht schaffen? Dann sag's mal. Sag es. Weil du mich in das Wasser geleitet hast. Komm, dann schlafen wir eine Runde bis zum Anbruch der Nacht und dann... Moment, ich verkaufe erstmal alles wieder. Ah. Und dann gucken, was der noch zu kaufen hat. Ach, der Quartiersmeister hat auch noch Sachen. Oh, der hat auch noch jede Menge für uns. Hier, guck mal. Der Quartiersmeister? Alles für umsonst. Schrauben hat er auch, ja. Rennt der da rum? Ja. Der Meister aller Klassen? Ja. Oh, guck mal, der ein schönes hat. Stahlbolzen. Oh, und Landminen. Warte, ich kann mal gucken. Oh, hallo, Herr Quartiermeister.
So, Junge, was hast du denn für mich? So, mal her. Oh, Antriebsteile. Ja. Stufe 2. Ja, der hat jede Menge, ne? Ja, nimm ich. Hab ich mir schon gedenkt. Schrauben nimm ich. Damit du wolltest die Landminen haben? Ja, halt's erstmal fest. Ein Medikit. Ich weiß nicht, Stahlbolzen, 10 Stück. Wie viele man davon aufnehmen kann. Ich habe nämlich schon einige Landminen. Ah, ich nehme mal alles mit. Ich habe schon 6 Stücke. Ich glaube, 8 Stück kann man höchstens nehmen. Ich habe jetzt alles mitgenommen. Sehr schön. Vermisste Person. Was? Vermisste Person. Vermisste Person. Erinnert ihr euch, dass Bari und Ikrim als schwach und faul bezeichnet? Ich schätze, sie waren das Leid. Ich hörte sie darüber sprechen, die Hangars in der Nähe des Kornspeichers zu plündern. Ich habe versucht, ihnen klarzumachen, dass das Gegenteil von schwach und faul nicht dumm und tot ist. Aber sie wollten nicht auf mich hören. Und jetzt kann ich sie per Funk nicht erreichen. Sollte jemand dorthin gehen, halten Sie bitte Ausschau nach ihnen. Aha. Ja. Oh. Jetzt haben wir eine Nebenquest erhalten. Jetzt können wir hier das alles annehmen. Vor einer Woche ging Hayoko allein zum Kraftwerk, um, wie er sagte, den Strom wieder einzuschalten. Er kam nicht zurück und wir haben immer noch keinen Strom. Er ist höchstwahrscheinlich tot. Allerdings wusste der verrückte Bastard schon immer, wie man sich aus Schwierigkeiten herauswindet. Vielleicht ist er auch diesmal noch davongekommen. Aha. Wieder einen mehr. Na ja, gut. Aber nehmen wir alle? Nee, nehmen wir nicht alle, ne? Oder nehmen wir alle? Wir nehmen alle vermissten Personen. Und was ist das andere? Was für eine Höhle? Was? Warte mal. Pass auf eure Vorratskammern auf, Freunde. Diese verdammten Monster besudeln nicht nur die Gräber unserer Liebsten. Nein, sie haben jetzt auch noch die Vorliebe für unsere Konservendosen entwickelt. Ada hat dieser Kreatur in der Nähe der Höhle am Strand gesehen. Vielleicht sollte man sich dort mal umsehen. Ich weiß, dass es riskant ist, aber heutzutage sind Konserven nun mal Mangelware. Bilal. Akzeptieren oder ablehnen? Ja, akzeptieren. Wir nehmen alle an. Okay. Weil wenn wir einmal da in der Nähe sind, können wir dann alles machen. Warte, Herz der Finsternis, was haben wir da? Wolltest du? Ja, machst du. Gläubige, wir haben euch kürzlich Karten zukommen lassen, auf denen die Brutplätze der Schattenjäger verzeichnet sind. Ihr müsst noch eine Position hinzufügen, die Höhle an den Klippen in der Nähe des Altars. Die Höhle ist das nächste und neueste Nest und darum auch das gefährlichste. Haltet euch um jeden Preis davon fern. Okay. Alles mitnehmen. Gut, dann haben wir unten noch 2... Rennen? Oh. Nee, rennen nicht. Nein, machen wir jetzt. Vollgasrennen, nein. Ja. Ich glaube, da machen wir die Folge mal ein bisschen kürzer, dann schlafen wir und dann geht's morgen mit der nächsten Folge weiter und dann geht's endlich zum Safehouse und diesmal leite ich den Don nochmal und mal gucken, ob er wieder im See landet. Ja, Moment mal. Wir sind auf jeden Fall heil hier angekommen, ne? Also das muss man ja wohl mal sagen, ne? Seid wieder dabei, ihr Lieben, wenn es heißt, Don Hoxton fährt uns in den See. So, bis morgen, gute Nacht und auf Wiedersehen.